klar. Sieh doch mal, da vorn. Das soll die Abkürzung sein? Ich weiß, was eine Abkürzung ist, wenn ich sie sehe. Sarah? Ich bin nicht sicher, ob das wirklich eine Abkürzung ist! Eine steinstarke Abkürzung. Naja, ich hatte recht. Hey, sieh doch mal. Ich glaube, diese Herde kenne ich. Ja, ich auch. Das ist Ellie. Ellie ist wieder zurück. Wir müssen zu ihr hin. Ich wünschte, wir hätten eine Abkürzung. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Oh, und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Sarah! Super, dass du wieder zurück bist. Hey, ich hab dich so vermisst. Ich hab dich auch vermisst, Ellie. Wir haben uns lange nicht gesehen. Oh ja. Und, wie geht's dir? Hast du viel erlebt? Wollen wir Fangen spielen oder Wasserspritzen an einer Wasserstelle? Oder vielleicht verstecken? Egal, was du willst, wir spielen es. Stimmt's, Littlefoot? Ja, genau. Los, komm! Ellie! Was ist denn, Ellie? Komm schon! Hey, Ellie! Eigentlich habe ich einen neuen Freund, mit dem ich spiele. Das geht klar. Der kann auch mitkommen. Ich glaube nicht, dass Red das will. Er will nicht mit uns spielen? Wer ist dieser Red überhaupt? Ich bin Red. Na und? Ich bin Zera und das ist Littlefoot. Wir sind Ellies alte Freunde. Sag's ihnen. Red ist ein mutiger Dino. Aber er spielt nicht mit Kindern, die er nicht kennt. Das klingt aber nicht sehr mutig. Oh. Ach, was du nicht sagst, Lilliput. Mein Name ist Littlefoot. Na und? Ich bin Red, der tapfere Retter, der Held der Herde, der Scharfzahn-Angsteinjager. Der Held der Herde? Der Scharfzahn-Angsteinjager? Die Scharfzähne, die wir gesehen haben, haben nicht mal Angst vor Feuersteinen, Erdrütteln oder rauchenden Bergen. Geschweige denn vor kleinen Langhälsen. Aber vor mir schon. Erzähl ihnen alles von deinen Abenteuern, Red. Während ihr an Muttis Schwanzzipfel hängt und im großen Tal in Sicherheit seid, bin ich im geheimnisvollen Jenseits und beschütze meine Herde. Bleibt zurück! Red der Retter macht das schon! Wir hatten Angst vor diesen fliegenden Steinen. Ein anderes Mal war die Herde auf der Flucht. Bei
bringt euch in Sicherheit. Ich lasse nicht zu, dass sie euch etwas tun. Das war echt knapp. Wer es glaubt, wird selig. Wenn's doch stimmt. Ich hab auch mal mit meinem Schwanz einen steilen Steinhang gebaut, über den die Schafzähne nicht rüberklettern konnten. Heute gibt's kein Fressen für euch. Jetzt seid ihr in Sicherheit, wir können weitergehen. Tja. Sowas habt ihr bestimmt noch nicht gehört. Ich glaube, wir haben genug gehört. Das waren doch nur Geschichten. Warst du denn dabei, als diese Dinge passiert sind, Ellie? Nein. Das war, bevor unsere Herden sich vereinigten. Und du glaubst wirklich, dass er einen Steinhang mit seinem Schwanz gebaut hat? Während er von Schafzähnen angegriffen wurde? Oh... Also, der Steinhang war eigentlich schon fast fertig, aber den Rest habe ich allein gebaut. Seht ihr? Er hat ihn fertig gebaut. Ein Steinhang? Das ist ziemlich schwer zu glauben. Ihr seid doch nur neidisch, weil ihr keine Steine mit eurem Schwanz rollen könnt. Los, komm, Zera. Ich glaube, wir sind nicht mutig genug, um mit Ellie zu spielen. Wollen wir Rettung spielen? Von mir aus. Ich fasse es einfach nicht, dass Ellie ihm diese frechen Lügengeschichten abkauft. Wir waren ihre Freunde. Das ist nicht fein. Er kann nicht ihr Freund sein. Wie gemein. Alles ist nur frei erfunden. Und ich glaub ihm kein Wort. Er will mutig sein, jagt Schafzähnen Angst ein. Kann nicht sein, er fällt vor Furcht in den Modderdreck. Seinen Schwanz, den klemmt er ein und rennt weg. Was er erzählt, das stimmt doch alles nicht. Das ist doch klar, aber wie beweisen wir das ihr? Er lügt sie an. Und sie glaubt dran. Wir brauchen einen Plan. Und dann hat er gesagt, er hätte einen Steinhang mit seinem Schwanz gebaut. Oh, Red mutig. Mich will ihn treffen. Nein, Petri. Red denkt sich Geschichten aus. Und Ellie glaubt, sie wären wahr. Ellie hält ihn für tapfer und mutig. Aber das ist er nicht. Das macht mich so wütend. Ja, ich bin auch sauer. Tja, je länger ihr wütend seid, desto weniger glücklich seid ihr. Also, was wir tun? Keine Ahnung, Petri. Aber irgendwie müssen wir Ellie die Wahrheit beweisen. Genau. Ich könnte ja Ellie noch mal sagen, dass Red sich diese Geschichten nur ausdenkt. Gut und schön, aber wenn sie dir wieder nicht glaubt? Was, wenn Red dich mit Schwanzschlägen haut? Wir müssen Ellie zeigen, dass Red nicht so tapfer ist, wie er behauptet. Ja, ich würde gern mal sehen, was Red macht, wenn ein richtiger Schafzahn auftaucht. Wartet mal. Was ist, wenn wir dafür sorgen, dass er einem richtigen Schafzahn gegenübersteht? Was? Du willst einen echten Schafzahn in unser großes Tal bringen? Ich weiß nicht, ob dieser Plan wirklich ein guter Plan ist. Für meinen Plan will ich einen Schafzahn benutzen, der schon lange hier ist. Schafzahn hier in großes Tal? Ja, er ist genau unter uns. Du meinst mich? Aber Chomper ist nett. Das ist er, das ist er. Wir wissen, dass Chomper nett ist, aber das weiß man nicht, wenn man nicht weiß, wie nett er ist. Und Ellie und Red sind Chomper bisher noch nicht begegnet. Richtig.
Und so wird die Sache ablaufen. Chomper jagt uns und tut so, als ob er ein furchteinflößender Scharfzahn wäre. Dann läuft Littlefoot zu Red und sagt, du musst uns vor dem Scharfzahn retten. Wenn Red dann ängstlich wegläuft, wird Ellie sehen, dass er nur geflunkert hat. Seht ihr? Wenn wir es richtig anstellen, wird es funktionieren. Ich kann sehr gut ängstlich schreien. Japp, japp, japp. Ich auch sehr gut in ängstlich sein. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollten. Komm schon, Littlefoot. Das ist ein steinstarker Plan. Was kann denn da schon schiefgehen? Tja, was hältst du davon, Chomper? Ich glaube, das wird mir Spaß machen. Naja, solange niemand verletzt wird. Hier wird niemand verletzt. Wir tun doch nur so, als ob's gefährlich ist. Also dann tue ich jetzt mal einfach so, als ob ich meine Freunde aufessen möchte. Freunde zum Essen. Ich tu, als würde ich Freunde essen. Der Scharfzahn will Dreihornfilet und Littlefoot Gelee. Das ist sicher lustig, wenn der knabbert dich am Zahn. Doch das ist etwas, das gar nicht geht. Gute Freunde essen. Freunde zum Essen. Wer will denn schon Freunde essen? Wer steht schon auf Spiken als Beak und Entenbiskuit? Vielleicht ist Red ja der Hit. Igitt! Du weißt, du hast nie mehr Glück. Hast du Freunde zum Essen? Das kannst du vergessen. Freunde essen. Meine Freunde zum Essen. Und Littlefoot, was sagst du jetzt? Ja, das könnte Ellie zeigen, dass Red gar nicht so mutig ist. Also schön, packen wir es an. Bereit? Und los! So geht das nicht. Ihr müsst tun, als ob ihr Angst habt. Und du musst furchteinflößend klingen, klar? Jetzt seid doch mal ernst, Freunde. Nochmal von vorn. Er hungrig, mir angstig klingt. Und ich bin noch viel ängstlicher, Rara. Hilfe! Jemand muss uns vor ihm retten. Perfekt. So, und jetzt kommt dein Auftritt, Littlefoot. Los! Versuchen wir es noch einmal von vorn. Er hungrig, mir angstecklich. Und ich bin noch viel ängstlicherer. Wir brauchen Hilfe, jemand muss uns retten. Komm, Red, hilf mir, sie zu retten. Perfekt. Und jetzt wird's ernst. Zeigen wir Ellie, wie Red wirklich ist. Los, komm, spielen wir Rettung. Schon wieder? Wollen wir nicht lieber Fangen spielen oder Verstecken? Hä? Oder im Wasser rumplanschen? Wir spielen Rettung. Los, ruf um Hilfe. Du klingst irgendwie anders. Das war ich auch nicht. Das war jemand, der wirklich Hilfe braucht.
Schnell, rette ihn, Red! Hilfe! Ah! Er hungrig, mir angstiglich. Und ich bin noch viel ängstlicher, war Jap Jap. Wir brauchen Hilfe, jemand muss uns retten. Wer verfolgt euch? Wer hat Hunger? Na, der da! Ein Schaufzahn! Worauf wartest du noch, Red? Mach schon, rette uns! Los, Red! Wir müssen sie retten! Rettet euch doch selber, ich verschwinde! Was ist hier los? Wir wollten dir zeigen, dass Red gar nicht so mutig ist, wie er immer behauptet. Das Ganze war nur ein Spiel. Aber der Schafzahn, wo kommt der her? Oh, entschuldige, Ellie. Das ist Chomper. Hi, Ellie. Ich wollte dir keine Angst einjagen. Ihr seid mit einem Schafzahn befreundet? Oh, jap, jap, jap. Chomper und Ruby leben in den geheimen Höhlen. Naja, das ist eine lange Geschichte. Und eine Sache ist sicher, wir haben keine Angst, mit Chomper zu spielen. Na, was meinst du? Willst du mit uns spielen? Ja, natürlich. Ich glaube, Red ist doch nicht so mutig, wie er immer behauptet. Wo ist er eigentlich hingerannt? Wir müssen den gefährlichen Schafzahn aus dem großen Tal verjagen! Auf ihn! Wir müssen Chomper retten! Aber wir können die Herde nicht stoppen! Oh nein, nein, nein! Wir müssen es versuchen. Flieg hoch und halt Ausschau, wo sie hinlaufen. Oh, oh. Da, er rennt weg. So, jetzt haben wir ihn. Schnappt ihn euch! Nah bei die große Steinwand. Gut, dann nichts wie hin. Schafzahn? Davon habe ich ja noch nie gehört. Ein Schafzahn? Er ist ein Schafzahn. Wen interessiert, ob er spricht? Der muss ja weg. Uns bleibt nichts anderes übrig. Älteste! Warte! Chomper ist unser Freund. Er lebt hier.
Er könnte nie jemandem wehtun. Aber er hat euch doch gejagt. Ihr habt um Hilfe gerufen. Sie wollten mir nur zeigen, dass Reds Geschichten bloß Märchen sind. Was soll denn das bedeuten? Er hat erzählt, dass er seine Herde vor vielen Schafzähnen gerettet hat, bevor wir ihn getroffen haben. Red, komm mal her. Oh. Ja? Hast du diesen Kindern etwa Flunkergeschichten erzählt? Ist schon gut, Red. Ja, das hab ich. Tut mir leid. Hört mal, das ist eine ernste Angelegenheit. Seht ihr, was passiert, wenn ihr euch gegenseitig reinlegt? Ja, ist schon klar. Für euch war das vielleicht ein Scherz, aber ein Scharfzahnangriff ist alles andere als lustig. Es tut uns allen wirklich sehr leid, Älteste. Und was dich betrifft... Ja? Ich weiß nicht, wie du so viele Freunde hier im großen Tal finden konntest. Aber es ist eine gute Sache. Langhälse, mir nach! Jetzt können wir spielen. Ja, das können wir, Japp-Japp. Mir nicht, wenn wir Fangen spielen. Also, ich bin fix und fertig. Hey, Red. Wollen wir Fangen spielen? Aber alle meine Abenteuer waren doch erfunden. Das heißt nicht, dass wir nicht neue Abenteuer erleben können. Na komm schon, Red. Worauf wartest du noch? Oh, ihr seid wirklich die Schärfsten. Alles klar, Spikey. Du bist dran. Was ist jetzt? Hey, worauf wartet ihr noch? Ich hab sie erst gestern entdeckt. Super tolle Höhle, was? Das gibt's doch nicht. Ruby, Spike und Sierra werden Augen machen, wenn sie das sehen. Ja. Mir nicht glauben, dass sie lieber gehen zu Matsche Pappefuhl und nicht mit uns geht. Ich glaube, sie sind da lang gegangen. Das klingt ja wie hip. Du, raus hier, mir nicht mag hip. Nein, Petri, hier geht's lang. Hey, wartet auf mich. Hey, Freunde, wer ist hip und wieso laufen wir vor ihm weg? Hip und seine Freunde Dussel und Schnarcher sind die größten Ärgermacher im großen Tal. Manchmal können sie ganz schön gemein sein. Oh ja, das können sie, das können sie. Sie sind hier irgendwo, ich kann sie hören. Hier, der Weg sieht gut aus. Ja, der sieht gut aus. Seid vorsichtig, nicht, dass wir auf eins von diesen Eiern treten. Eier? Was denn für Eier? Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer lebt man hier. Und immer finden nach Hause wir in einem Land vor uns.
unserer Zeit, vor unserer Zeit. Freunde, das sind nicht nur irgendwelche Eier. Das sind Schnellschnapper-Eier. Schnellschnappers? Schnellschnapper sind Schafzähne. Machen wir Rührei draus. Hey, das könnt ihr nicht machen. Rühr sie nicht an. Nicht machen. Nein. Wir haben sie gefunden, also können wir entscheiden, was wir mit ihnen anstellen. Seid ihr sicher, dass das, was in den Eiern ist, euch nicht fressen will? Naja, sie sind noch nicht geschlüpft. Aber wir können Schafzahneier nicht so dicht beim großen Tal lassen. Es ist zu gefährlich. Dann bringen wir sie weg. So weit weg vom großen Tal, wie es nur geht. Aber wir können die Eier doch nicht von ihrer Mutter wegnehmen. Oh, nein, nein, nein. Was ist, wenn Eiermami kommt und nach die sieht? Ich habe eine Idee. Wir benutzen Petri als Lockvogel für die Schnellschnappermutter. Dann kann der Rest von uns eine Fliege machen. Das ist eine ganz schön gemeine Idee. Oh ja, oh ja. Was denn? Er kann fliegen, wir nicht? Wartet, Hip hat mich auf eine Idee gebracht. Oh nein. Ach ja? Hört zu, eine Mutter wird immer ihren Eiern folgen, richtig? Also können wir mit Hilfe der Eier die Mutter vom großen Tal weglocken. Und Schnellschnapper uns folgen. Mit Absicht, Dick. Du hast sie doch nicht mehr alle. Das hast du gut gesagt, Hip. Ja, der hat einen Knall. Die Schnellschnappermutter verfolgt uns, egal wo du die Eier hinrollst. Genau, darum geht's ja. Also für mich ist das eine Schnapsidee. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn wir die Eier wegbringen wollen, brauchen wir jede Hilfe, auch eure. Wenn ihr nicht helfen wollt, könnten die Schnellschnapper jemandem von uns wehtun. Vielleicht tun sie auch euch weh. Und das wollt ihr doch nicht zulassen, oder? Ah, na schön, wo ist mein Ei? Wir müssen die Eier an einen Ort legen, der so ähnlich ist wie dieser. In dem großen Berg da ist eine Höhle, die ist gerade richtig. Na schön, bringen wir die Eier dahin. Aber das ist ganz schön sehr weit weg. Je weiter, desto besser. Oh ja. Es bewegt. Ob der Nestling jetzt schlüpft? Nein, noch nicht. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit, bevor es losgeht. Ein Schafzahn! Vielleicht ist das die Mutter, die nach ihren Eiern sucht. Klingt, als wäre sie ganz in der Nähe. Dann sollten wir uns beeilen. Los, kommt! Ich hab ja gesagt, sie ist in der Nähe. Ist sie das? Ist das die Eiermutter? Ich würde sagen, ja. Und sie will ihre Eier zurückhaben. Na schön. Hip und ich werden sie ablenken. Und die anderen versuchen, den See hinter den Bäumen zu erreichen. Da treffen wir uns dann. Jetzt komm schon, Hip, reiß dich zusammen. Hey, hier drüben sind wir. Sieh mal, was wir hier haben. Schnell, renn zu den Bäumen. Wir beeilen uns. Nicht mehr zurücksehen. Los mir nach. Und vorsichtig mit diesem Ei, wenn es kaputt geht, wäre das gar nicht schön. Ich weiß nicht, ob diese Sache auch gut geht. Was ist, wenn
die Schnellschnappermutter uns fressen will. Lassen wir doch die Eier hier und laufen weg. Wir sind zu dicht am großen Tal, unserem Zuhaus. Sie rollt sie garantiert zu uns zurück. Lauft nicht davon, wir schaffen schon. Oder habt ihr Angst? Angst? Ich hab keine Angst. Hast du Angst, Dussel? Naja, vielleicht. Ich meine, nein, ich hab keine Angst. Schön, dann machen wir uns an die Eierarbeit. Ich hoffe, Littlefoot und Hip passiert nichts. Tolle Idee. Wir sitzen in der Falle. Und was wollen wir jetzt machen? Ich hab da was vor. Vielleicht noch so eine tolle Idee, wie in die Schlucht zu laufen? Halt die Klappe, Hip. Ich muss nachdenken. Ich sag dir, was wir machen. Wir lassen das Eis außen und zischen ab. Wir lassen das Ei nicht im Stich. Ich verschwinde. Hat er sie abgelenkt. Das ist meine Chance. Nein! Verzieh dich! Gut, also danke gleichfalls. Was das? Ihr habt es geschafft. Oh ja, ihr habt es geschafft. Wir haben zusammengehalten. Das war super gut. Was stehen wir denn hier rum wie angewurzelt? Wenn wir uns in drei Gruppen aufteilen, dann kann die Schnellschnappermutter uns schlechter verfolgen. Mir reicht's. Ich habe keine Lust mehr, ein Leckerbissen für die Schnellschnapper zu sein. Geht in Richtung Tal an der düsteren Weide vorbei. Als nächstes seid ihr die Schnellschnapperköder. Das ist gute Idee. Wir sehen euch im Tal. Viel Glück, Chomper. Keine Sorge, Littlefoot, das schaffen wir schon. Denn ich weiß, wie Schafzähne denken. Es geht am schnellsten, wenn wir direkt durchs Wasser gehen. Bist du bereit, Dussel? Oh. Hey, alles wird gut. Wir brauchen nur irgendwas, das schwimmt für das Ei.
Für mich brauchen wir auch irgendetwas, das schwimmt. Was soll das heißen? Ich bin kein sehr guter Schwimmer. Kein Problem. Ich bin auch nicht gerade der beste Schwimmer. Wollen mal sehen. Das müsste gehen. Jetzt komm, Dussel. Wenn du dich hier dran festhältst und strampelst, dann passiert nichts. So wie ich, siehst du? Hey, Chomper! Warte auf mich! Hilfe! Ich komm ja schon! Pack mein Hinterteil, los! Oh nein, das Ei! Ich hab es! Gut gemacht, Partner. Ja, hab ich gut gemacht. Wir haben's geschafft. Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass uns die Schnellschnappermutter folgt. Vielleicht kann sie ja auch nicht schwimmen. Ich mach sie auf uns aufmerksam. Oh, schnell rauf damit! Beeile dich, Dussel! Zur Weide geht's da lang! Mir weiß nicht, ob Eitragen gute Idee ist. Petri, es kann dir doch nichts tun. Das ist doch nur ein Ei. Das ist es. Ja, das ist es. Mir nicht Angst vor die Ei, mir Angst vor die ganze geheimnisvolle Jenseits. Oh nein! Das ganz schön knapp. Jetzt hilf mir, Hip. Das Ding ist verdammt schwer. Mach ich doch. Sei froh, dass ich überhaupt hier bin. Schnellschnapper-Eier wegbringen, das ist doch verrückt. Aber es muss getan werden. Und es hilft unserem großen Tal. Ha, wir wären nicht in dieser blöden Lage, wenn du auf mich gehört hättest, statt auf den kleinen Schafzahn. Warum sollte ich das tun? Chomper ist zwar ein Schafzahn, aber er ist mein Freund. Littlefoot? Und er ist viel netter als du, denn du denkst immer nur an das, was du möchtest. Littlefoot, das Ei! Hä? Schnell, Ducky, versuch da oben raufzukommen. Ich helf dir.
uns aufeinander stellen, kann Chompa uns die Eier zureichen und wir geben sie dann an Ducky weiter. Na ja, ich kann doch das Ei nicht allein tragen, oder? Na also, wir haben es fast geschafft. Also die Höhle, von der ich euch erzählt habe, die liegt direkt hinter der Weide. Oh nein, nicht die schon wieder. Die gibt wohl nie auf. Oh, sie liebt ihre Eier. Oh ja, das tut sie. Genug gequatscht. Lauf! Wir sind da. Kommt alle her. Hier wird sie uns nicht entdecken. Interessanter. Weg hier! Drin waren ja wirklich Nestlinge. Und sie gar nicht sehr gruselig. Das sind die meisten Babys nicht. Oh. Jetzt sind sie bei ihrer Mami. Ja, das sind sie, das sind sie. Vielleicht haben wir doch das Richtige getan. Ja, jetzt muss sich niemand bei uns im großen Tal ihretwegen Sorgen machen. Japp, japp, japp. Abenteuerreise gehen. War wunderschön, ganz wunderschön. Wir haben's geschafft, denn endlich sind die Schafzahn-Eier hier. Jetzt sind die Kleinen ausgeschlüpft. Das Herz im Leib vor Freude hüpft. Vergesst nicht, was sie essen wollen. Jetzt lasst uns gehen. Wir haben's geschafft, ja wieder mal. Und wir beschützt das große Tal. Das war doch klar. Wie wunderbar. Das Abenteuer war zwar schön, doch jetzt muss es zu Ende gehen. Die Schafzahn-Eier sind nicht mehr da. Das Abenteuer ist vorbei. Danke für eure Hilfe, Jungs. Gern geschehen. Ja, na klar.
Ich hätte nie gedacht, dass wir mal miteinander Spaß haben. Ich auch nicht. Heute der Tag! Endlich ist ihm gekommen! Ja! Petri ist ja völlig aus dem Häuschen. Wo fliegt er denn hin? Kann mir vielleicht mal jemand sagen, wo wir hingehen? Oh nein! Oh nein! Nein! Halt durch, Petri! Wir kommen! Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer lebt man hier. Oh. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Alles in Ordnung? Nein, hier alles verwüstet. Na und? Wieso ist das so schlimm? Du wohl vergessen. Heute große helle Scheibe Dankfest. Ach das. Ist es etwa schon wieder so weit? Ganz tolle Zeit. Muss aufräumen. Wisst ihr, eigentlich weiß ich gar nichts über dieses große helle Scheibe-Dankfest. Du nicht weißt? Sie nicht weißt? Also ich kenne das auch nicht. Ich werde euch alles erzählen, was ihr wissen müsst. Geht schnell zurück zu euren Schlafplätzen, bevor Petri euch den ganzen Tag schuften lässt. Muss schuften. Große helle Scheibe braucht Dankfest, weil sie viele Tage so lang und schön gescheint hat. Alles klar, Petri. Du kannst deine Zeit ja mit diesem Fest verplempern, aber ich gehe schön zurück zu meinem warmen Schlafplatz. Oh, Zera, richtig. Mir braucht Hilfe. Für große Fest muss alles blitzeblank sein. Gehört zu dem Fest noch mehr als aufzuräumen und sauber zu machen? Oh ja. Wir pflücken viele leckere Früchten für alle und feiern ein rauschendes Fest. Das ist ein Haufen Arbeit, aber das ist es allemal wert. Jap, jap, jap. Außerdem, alle denkt darüber nach, was sie in die warme Zeit gelernt haben. Also Mia hat das gelernt. Ich weiß nur, was ich gelernt habe. Pass auf! Ich kann hüpfen wie ein Springelinger. Nachher, wir alle zusammen haben riesengroßes Spaß. Aber erst, wir müssen kräftig aufräumen. Ich glaube, das große helle Scheibe-Dankfest wird mir sehr gefallen. Alle zusammen, Schiebung! Tera, uns braucht Hilfe! Na schön, na schön. Aber nur den einen Baumstamm. Mein Schlafplätzchen wird immer kälter und kälter. Da wird große helle Scheibe froh sein. Und wieso? Große helle Scheibe sieht fest. Wenn gut, dann auch scheint, wenn kalte Zeit kommt, dann nicht ganz so kalt. Die große helle Scheibe beobachtet uns? Ja, helle Scheibe beobachtet immer. Das ist doch gar nicht wahr. Und wenn der großen hellen Scheibe unser Fest nicht gefällt, heißt das, es wird dann ganz dunkel und eklig?
Zumindest denkt Petri das. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das ist doch nur eine Geschichte. Hab ich recht, Littlefoot? Hä? Naja, ich weiß nicht. Ich finde es schön, ein Fest zu feiern, wenn man für etwas dankbar ist. Vielleicht ist das für euch Spaß. Also für mich ist das nichts weiter als ein Haufen Arbeit ohne besonderen Grund. Sind wir jetzt mit dem Baum fertig? Wir nicht fertig. Wir schieben Baum zu schnelles Wasser für große helle Scheibe. Na dann los. Packen wir es auf. Ja, ja, ja. Schön, dass ihr heute schon so früh bei der Arbeit seid. Wir haben heute noch eine Menge zu tun. Aber ganz bestimmt nicht alle. Ein perfekter Tag für ein Fest, nicht wahr? Ja, das kann man wohl sagen. Stimmt was nicht, Cera? Warum kümmert sich ein Erwachsener wie Sie um die große helle Scheibe? Es ist nichts falsch daran, dankbar zu sein, Cera. Mir sehr dankbar. Ja, klar. Ich bin dankbar, dass ich mit der schweren Baumstammschlepperei fertig bin. Ich muss lernen, was ich in der letzten warmen Zeit gelernt habe. Ich weiß, was ich gelernt habe. Japp, japp, japp. Was immer Ducky auch gelernt hat, es ist unter Wasser. Sie kann ganz schön tief runtertauchen. Vielleicht versucht sie, unter Wasser Grünzeug für das Fest zu finden. Es gibt unter Wasser grünes Futter? Ja, aber um es zu kriegen, muss man lange seinen Atem anhalten. Luftblasen! Hurra! Das geschafft! Ich habe ganz, ganz viel geübt seit dem letzten große helle Scheibe-Dankfest. Ja, das hab ich, ja, das hab ich. Das war ganz schön beeindruckend, Ducky. Also ich habe mehr gelernt als ihr alle zusammen. Ich habe gelernt, Was du gelernt, Cera, sag uns und große helle Scheibe auch. Ach, vergesst es. Was sollen wir vergessen? Vergesst einfach alles. Ich habe die Nase voll von eurer großen hellen Scheibe. Wieso denn? Magst du die helle Scheibe etwa nicht? Na klar mag ich sie. Ich finde nur nicht, dass wir ein Dankbarkeitsfest dafür feiern müssen, dass sie da ist. Was kommt als nächstes? Muss ich den Bäumen und Felsen auch dafür dankbar sein, dass sie da sind? Na ja, wenn du möchtest. Japp, japp, japp. Ich möchte aber nicht. Klar, die große helle Scheibe ist nur sowas wie ein Ball am Himmel. Sie kommt und geht und macht, dass es warm wird, so wie immer. Das muss man nicht extra feiern. Ich finde, jeder hat ein Recht auf seine Meinung über das Dankfest für die große helle Scheibe, Cera. Dann verplempert doch euren Tag, wenn ihr wollt. Ich werde euch jedenfalls nicht helfen und ich werde auch nicht mitfeiern. Klingt, als würdest du das nicht für einen guten Morgen halten. Wo sind denn Tria und Tricia? Oh, die sind unterwegs. Wegen diesem große helle Scheibe-Festquatsch. Ach, du hältst das auch für Quatsch, Papsi? Das glaube ich nämlich auch. Natürlich tust du das. Du bist ein Dreihorn, so wie ich. Nur was du siehst, das kann auch sein. Alles andere ist nur Schein. Ein Baum, ein Stein, ein Stein. Was man nicht sieht, kann auch nicht sein. Das, was es gibt, ist das, was man sieht. Das andere ist doch verrückt. Weil es das nicht gibt. Überhaupt nicht gibt. Die Welt ist flach aus gutem Grund. Der Himmel über uns ist rund.
Und während wir hier unten stehen, ist die helle Scheibe am Drehen. Das, was es gibt, was es wirklich gibt, ist das, was man sieht. Nur das, was man sieht. Alles andere ist verrückt. Ist total verrückt. Weil es nur das gibt, was man wirklich sieht, was auch geschieht. Spiky weiß, was er zu machen hat. Japp, japp, japp. Das sehr gut, Spiky. Und was machst du? Kannst du mir sagen, was er vorhat? Ach, jeder wird von dem Baumteil bei unserem Fest begeistert sein. Japp, japp, japp. Immer langsam mit den jungen Dinos. Ich glaube, helle Scheibe, sehr stolz auf dich. Alles klar, dann wollen wir uns mal wieder an die Arbeit machen. Aber Littlefoot, hast du inzwischen gar nichts gelernt? Ob ich irgendwas gelernt habe? Klar habe ich das. Passt mal auf. Du klingst ja wie Spike. Und ich bin beinahe so stark wie er. Naja, aber auch nur beinahe. Hier. Wir feiern unser eigenes Fest, während die anderen sich mit diesem große helle Scheibe-Unsinn beschäftigen. Hallo Tapsi, hallo Zera. Oh, ist das für die Feierlichkeit? Nein, das ist nur für uns. Was soll denn das heißen? Weißt du, ich glaube, dieser ganze Feierlichkeitsquatsch ist völliger Unsinn. Aber alle anderen im großen Tal sind da ganz anderer Meinung. Hm. Meine Zera nicht. Richtig, Zera. Genau, Papsi. Tricia und ich hatten jedenfalls viel Spaß. Wir haben den anderen beim Aufräumen geholfen und Tricia hat ihr erstes süßes Baumteil gefunden. Hörst du mir überhaupt zu? Hm? Was? Oh, selbstverständlich höre ich dir zu. Ihr seid damit beschäftigt, für etwas dankbar zu sein, für das man gar nicht dankbar sein muss. Na schön, falls du deine Meinung änderst, Tricia und ich sammeln jetzt ein paar süße Wurzeln für die Feierlichkeit. Nein, danke. Ich bleib lieber hier bei meinem Papsi. Papsi, glaubst du, dass Tria und Tricia verrückt sind? Nein, natürlich nicht. Du machst dir viel zu viele Gedanken. Was nicht sein kann, das kann auch nicht sein. Und jetzt ist. Oh, vielleicht habe ich gelernt, dass die schlecht schmeckenden Baumteile auch gut schmecken können. Oh. Nein, das habe ich noch nicht gelernt. Keine Sorge nicht, Ruby. Die große helle Scheibe, sehr geduldig. Papsi? Was ist denn schon wieder? Weißt du noch, wie Tria mich und meine Freunde zum Matschepampe-Pool geführt hat? Ja, und? Zuerst wollte ich da nicht reingehen, aber als ich dann drin war, da war es irgendwie toll. Hm? Naja, jetzt bereiten meine Freunde alles für die große Feier vor und... Wäre es denn wirklich so schlimm, wenn wir ihnen dabei helfen? Ich meine, nur ein kleines bisschen. Von mir aus. Wir können ja mal zu ihnen rüberschlendern und sehen, wie sie ohne uns zurechtgekommen sind. Dankeschön, Papsi. Jetzt sieht es hier schon viel hübscherer aus. Japp, japp, japp.
Yep, jetzt ist alles für die große Feier vorbereitet. Hey, gehört das da oben etwa auch zur Feier? Also mir glaubt nicht. Feuerfelsen. Feuer! Feuer? Schnell, Zera. Oh nein! Wir müssen das Feuer löschen, bevor es sich ausbreitet. Littlefoot, ist große helle Scheibe böse? Nein, Petri. Wir kennen doch alle den rauchenden Berg. Und manchmal spuckt er eben Feuer. Das heißt nicht, dass die große helle Scheibe böse ist. Das heißt nur, dass wir dieses Feuer allein bekämpfen müssen, solange keine Hilfe eintrifft. Spikey, du gräbst, wie du vorhin schon mal gegraben hast. Chomper, mit deinen Füßen schleuderst du dann die Erde in das Feuer. Alles klar. Geklappt. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, um Wasser raufzuschütten. Wie wär's denn mit nassen Baumsternen? Das könnte klappen. Oh, ich glaube, ich kann jetzt besser rennen, als ich vorher rennen konnte. Das heißt, dann ist Rennen das, was ich jetzt besser kann. Jawohl. Mir wusste, sie findet heraus. Ducky, du holst jetzt alle nassen Baumsterne aus dem Wasser. Das mache ich. Ja, das mache ich. Und Petri, ich möchte, dass du diese nassen Baumsterne nimmst, über das Feuer fliegst und sie darüber fallen lässt. Was? Über Feuer fliegen? Hey, du kannst das. Für die große helle Scheibe. Na gut, für große helle Scheibe. Was machst du denn hier, hä? Ich helfe euch! Schnell! Das Feuer ist noch nicht gelöscht! Vater Dreihorn, Sie sind auch hier? Natürlich bin ich hier. Ich bin hier, um euch zu helfen. Wir brauchen noch mehr nasse Baumsterne. Ich werfe sie dann ins Feuer. Noch mehr Baumsterne! Große Fest kaputt gemacht. Das Feuer frisst unser Essen, sodass wir es nicht mehr essen können. Wir brauchen mehr Hilfe. Die bekommen wir gerade. Seht doch mal. Gefrorenes Himmelswasser. Oh, das ist wunderschön.
Seht doch, das Feuer geht aus. Das tut es, ja, das tut es. Gefrorene Himmelswasser rettet große helle Scheibe Dankfest. Noch ist das Feuer nicht ganz aus, Petri. Das wird es auch nicht, wenn wir nur Löcher in die Luft starren. An die Arbeit. Genau, Papsi. Scheibe, ganz wunderschön. Ja, das ist sie wirklich. Vielleicht habe ich gelernt, dass es gut ist, etwas zu feiern. Jedenfalls ab und zu. Du hast recht, Sarah. Das ist gar nicht so schlecht, nicht wahr? Ich weiß, dass du nicht viel von Feierlichkeiten hältst, Tapsi. Aber ich bin froh, dass du hier bist. Ich auch. Tja, und ich erst. Ich froh, dass alle hier sind. Ich ganz deutlich alle Freunde bei mir sind. Die große helle Scheibe scheint ganz tief in mich drin. Feiern wir das helle Scheibe-Dankfest. Wir haben geschuftet, das war ganz schön schwer. Alle sind da, die Freunde und Familien. Das wird